Das Thema Alten und Pflege ist ein gewaltiges Zukunftsthema, nicht nur für das Gesundheitswesen. Es ist von hoher gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Deshalb sind wir sehr froh, dass die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften sich diesem Thema in einem eigenen Studienprofil widmet. Es geht dabei um die Frage, weshalb beispielsweise je nach Lebenswelt so unterschiedliche Deutungsmuster für das Altern in der Gesellschaft vorliegen. Nehmen wir das Beispiel Bewegung. Bewegung im Betreuungskontext der Kitas beispielsweise wird in der Regel positiv konnotiert. Es geht darum, den Kindern bewegungsfreundliche Spielräume zu eröffnen, dem individuellen Bewegungsbedürfnis der Kinder Rechnung zu tragen. Die Bewegung im Betreuungskontext älterer Menschen, pflegeabhängiger Menschen, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, wird demgegenüber zumeist verbunden mit der Sorge um Sturz, Sturzgefahr, Verletzungen. Sodass wir hier häufig uns die Frage stellen müssen, wie halten wir es hier mit dem bewegungsfreundlichen Milieu, mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit? Oder gibt es ein Verfallsdatum für Selbstbestimmung im Alter? Altern und Pflege hat enormen Einfluss auf Familie, auf die mittlere Altersgeneration, auf die Generation in der Erwerbsphase. Und natürlich hat das Thema Altern und Pflege enormen Einfluss auf die Frauen. Altern ist ein Frauenthema. Das Altern selbst ist weiblich. Die Demenz ist weiblich. Die Pflege ist weiblich. Leider auch die Altersarmut. Mit der Verschiebung der Altersverteilung in der Gesellschaft kommt es wohl zunehmend dazu, dass die mittlere Generation in der Erwerbsphase sich weniger engagieren kann in der Pflege und Betreuung ihrer älteren Angehörigen, sondern zunehmend werden ältere Familienangehörige ihre Angehörige in der eigenen Generation pflegen und betreuen. Das heißt, die 77-jährige Seniorin pflegt und betreut ihre 79-jährigen pflegeabhängigen Ehepartner. Vor diesem Hintergrund muss sich die Gesellschaft und auch die Gesundheitsberufe die Frage stellen, wie können wir diese ältere Generation unterstützen, beraten, begleiten bei dieser hochgradig belasteten Pflegearbeit. Und zwar so, um deren Gesundheit nicht zu gefährden und auch ihr Recht auf individuelle Alltagsgestaltung nicht zu gefährden. Ja, mit der Zunahme von chronischen Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen, Pflegeabhängigkeit zeigt sich auch eine Zunahme von komplexen Versorgungsprozessen. Und komplexe Versorgungsprozesse erfordern komplexe Maßnahmen. Das heißt, Gesundheitsberufe benötigen mehr denn je Professionalität, Qualität und qualifizierte Fachpersonen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel zeigt sich aber, dass für Berufstätige und Berufsrückkehrer die bisherigen Weiterqualifizierungsmaßnahmen an Hochschulen nach wie vor eine deutliche Hürde darstellen. Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit, Familie und berufsbegleiteten Weiterbildungsangeboten ist daher das erklärte Ziel unserer Qualifizierungsmaßnahmen. Dabei kombinieren wir klassische Präsenzphasen am Lernort Hochschule mit einer Selbstlernphase im häuslichen Umfeld der Teilnehmer, sodass sie zeitlich und örtlich unabhängiger in ihrem individuellen Lernprozess sind. Diesen Lernprozess unterstützen wir mit hochkarätigem Studienmaterial. Dieses knüpft an am Berufsalltag der Teilnehmenden durch Lernkontrollen, Praxisaufgaben, Reflexionsaufgaben auch.
um so das erfolgreiche Absolvieren dieses Studienangebotes zu gewährleisten. Der Lernprozess wird außerdem unterstützt durch webbasierte Angebote. Das heißt E-Learning-Angebote, der Austausch mit anderen Teilnehmenden in Arbeitsgruppen oder auch in Form einer Beratung durch die Dozenten. Heilerziehungspflege, Medizin, Ergotherapie, Sozialarbeit und Pflege, sie alle sind aufgerufen und herzlich eingeladen, sich am Thema Altern und Pflege zu beteiligen und sich zu engagieren für eine altersfreundliche und bewegungsfreundliche Gesellschaft.